Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Sprungtritt-Herausforderung in Dead Island 2 einfacher absolvieren kannst. Hierfür musst du mit einem einzigen Sprungtritt drei Gegner auf einmal niederwerfen. Von den Sprungtritten her würde ich dir auf jeden Fall dazu raten, den Dropkick als Sprungtritt zu nutzen. Denn dieser zählt ebenfalls für diese Herausforderung und macht es zudem nochmal deutlich einfacher. Das kann ich aus Erfahrung definitiv bestätigen. Nachdem du dann die Dropkick-Karte als Fähigkeit aktiviert hast, musst du jetzt nur noch ein paar Zombies versammeln und diese mit dem Dropkick niedertreten. Letzten Endes kannst du hier eine Location deiner Wahl nutzen, dennoch würde ich dir aber dazu raten, dass du die Flure im Helperin Hotel aufsuchst, da du es hier sehr viel einfacher haben wirst. Sobald du dann genügend Zombies auf dich aufmerksam gemacht hast, musst du jetzt diese nur noch stunnen, indem du im richtigen Moment ausweichst oder den Angriff blockst. Persönlich finde ich die Blockfähigkeit für diese Herausforderung aber deutlich besser geeignet. Nachdem du dann mindestens drei Gegner mit dem Block gestunt hast, kannst du diese theoretisch noch wie ich im Video minimal verschieben. Das muss aber wirklich sehr schnell gehen, da die Schockstarre der Zombies nur von kurzer Dauer ist. Sollte es nicht bei dir direkt klappen, ist das überhaupt nicht schlimm, da diese Herausforderung auch gar nicht mal so ohne ist. In dem Fall nutzt du einfach meine Taktik dann so lange, bis du die Herausforderung erfolgreich abgeschlossen hast. Und mit diesen Worten nähern wir uns auch schon dem Ende des Videos. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!